Die Werbung ist vorbei. Wir sind wieder zurück im wunderbaren Retro-Club heute am Freitagabend, 22. ist es ja, 2016. Ich möchte kurz noch den Aufruf wiederholen, den ich eingangs gemacht habe. Und Moment, ich muss hier einmal kurz draufdrücken, damit der Sound nicht rüberkommt. Ich habe euch ja gefragt oder zumindest aufgetragen, dass ihr mal unter dem Hashtag RetroClub, welches Hashtag soll es denn sonst sein, passend eure NES-Sammlung mal abbildet, weil wir haben ja über das NES Classic, also zum Beispiel hier, der Sebastian mit einer auch, der, ich würde vielleicht Bayou Billy rausnehmen, weil das war tatsächlich nicht ganz so dolle, aber die anderen Games sind sehr cool, die hier mit dabei sind. Zumindest ist es einigermaßen selten geworden. Und das, der Nintendo Zapper, ja. Es gab auch das sogenannte Nintendo Zip oder Zipper. Das waren so gute oder so Multifunktions-Gamepads, die Rapid Fire hatten. Kumpel und ich haben es immer das Zipperlein genannt. Können wir hier ein weiterer Controller? Dragon Ball sehe ich hier von Kai. Da ist ein gutes Donkey Kong. Das kann ich von hier aus erkennen. Ist das Castlevania oder? Ich sehe es nicht da direkt, aber immerhin der schöne Retro-Filter auch hier mit rüber. Ah, und das, was wir vorhin noch mal kurz erwähnt haben, Infected Bytes, hat noch mal Bilder von seinem Retro-Projekt hier geschickt, also mit dem Raspberry Pi, also das Gerät, was ich euch hier gezeigt habe, wo ich ein Gerät draus mache, womit man im Fernseher spielen kann. Aber man kann es natürlich auch für kleine Mini-Arcades verwenden und dann direkt die ganzen Sachen, die man draus spielen kann, inklusive sehr vieler Computerspiele zum Beispiel, auf einem Mini-Bildschirm ausgeben lassen. Und so machen viele Leute die sogenannten Bar-Tops, ne? Also, dass man auf dem Tisch eine kleine Mini-Arcade stehen hat. Das wäre auch von Interesse her. Vielleicht werde ich es dann auch dementsprechend so machen. Ja, mach ruhig weiter, Hashtag RetroClub, und wir schauen Ende der Sendung dann kurz rein, wenn es dann passt. Regie, wenn ihr kurz die Gelegenheit habt, könnt ihr gerne einmal das Ingame anstellen, denn wir wollen uns dann gleich King of Fighters widmen. Ich hatte hier ein kleines Problemchen gerade mit den PC-Versionen, weil ihr kennt es ja, wenn ihr ein Spiel bei Steam installiert, beim ersten Mal starten, möchte ihr natürlich DirectX installieren und das mal machen. Das hatte ich vorhin schon gemacht, dann habe ich die Spiele ausgemacht und jetzt mache ich sie an und er sagt wieder, für erstmalige Inbetriebnahme, erstmalige Installation wird vorbereitet. Deshalb hat es ein klein wenig länger gedauert, aber das wird uns jetzt natürlich dann nicht aufhalten. King of Fighters in der 2014er oder in der 14er Ausgabe. Sie gehen ja nicht mehr mit den Jahreszahlen, so wie sie es früher gemacht haben, sondern jetzt nennen sie es eben nur 14 oder 13 oder wie auch immer, damit man nicht nur jahreszahlenmäßig wie bei Sportspielen dran gebunden ist. Früher hatte jedes Game aber eine Jahreszahl hinten dran und die waren so erfolgreich für SNK und Neo Geo, die sind nicht nur in der Arcade geblieben oder auf den teuren Neo Geo Geräten, sondern wurden auch für die Playstations umgesetzt. Für den Sega Saturn gab es eine Variante zum Beispiel. Ich hatte King of Fighters 95 dabei und geht schon das Ingame-Regie? Können wir das schon drauf machen? Also, ja, genau. Dann lass mich doch noch mal gucken, wenn wir nur den Rahmen haben, weil das ist natürlich ein bisschen klein hier. Vielleicht kann ich die Auflösung auf 4:3 umstellen, wenn es hier irgendwie funktioniert. Gib mir da einen Moment, weil die PC-Versionen sind natürlich auch ein bisschen anders. Kann ich denn hier auf 1024... Ich glaube, sie sind leider alle Saints. Na gut, dann müssen wir wohl dabei bleiben, wenn es nicht anders funktioniert, dass die Spiele angezeigt werden. Das ist King of Fighters 2002. Eines der besseren Spiele aus der Serie. Und ich gehe mal hier kurz darauf. Die PC-Versionen wurden nochmal angepasst. Und ihr seht, ich habe nicht zu viel versprochen, wenn es heißt, dass da einfach sau viele Charaktere aus sau vielen Spielen dann mit dabei sind. Mit den Jahren sind natürlich noch immer mehr Charaktere dazugekommen, die normalerweise im 3 versus 3 Gameplay mit dazukommen. Ich bin tatsächlich eher ein, wo ist er denn? Andy Bogart mag ich persönlich sehr gerne. Das ist quasi der Bruder des Hauptcharakters Terry Bogart aus den Fatal Fury Spielen. Und Ryo Sakazaki, der Hauptcharakter aus Art of Fighting. Die kann ich am ehesten ganz gut spielen. Lass uns aber mal Terry Bogart nehmen, weil vielleicht den kennt man noch, wenn man nicht unbedingt damit dabei ist. Und ja, eins, was die King of Fighters-Spiele einher hatten, ist es eben ziemlich schöne 2D-Animationen, schön viel Aufwand hinten dran. Hier im Speziellen kämpfe ich gerade gegen Seiken, so heißt er, der von einem anderen Team ist. Die Kämpfe selber laufen ähnlich wie bei Street Fighter ab, wenn ihr die Sachen mal gespielt habt. Es gibt dann die Halbkreis- und Auflademanöver. Er hier, also Terry, ist quasi das Äquivalent ein bisschen zu Ryo, hat ähnliche Manöver, hat dazu noch hier den Kick nach oben, den Rising Tackle, den man machen kann. Ich habe gerade hier noch, oh, und da habe ich noch mal
die Power Fist von hinten dran gemacht. Also seit vielen Jahren gut gereift, gut bewährt, immer schön viel 2D-Aufwand in den Charakteren, in den Hintergründen. Was die sich aber dann erlaubt haben, ist gerade, um das hier einmal als Beispiel davon zu zeigen, Power Gazer, geil. Oh, ich hätte den Buster Wolf mal machen müssen. Ist immer noch mein Lieblingsmove mit Terry. Wenn man den hier anstellen kann. Die Figuren wurden sehr häufig wiederverwendet. Das heißt, wenn mal die ganzen Animationsphasen für den King of Fighters 94 gemacht wurden, dann wurden sie auch für einen 95 verwendet und im besten Fall auch für einen 97, 98, 99. Und da haben wir teilweise Figuren und Animationsphasen drin gehabt, die schon seit langer und langer Zeit dann drauf sind. Okay, ich habe euch mal 2002 gezeigt, aber ich mag es nicht so ganz, dass wir hier in diesem Mini-Bildschirm spielen. Deshalb können wir einmal hier kurz weg, Regie. Ich versuche mal den 98er anzumachen. Und ich hoffe, er sagt mir jetzt nicht, dass... Natürlich sagt er mir, erstmalige Installation wird aufgeführt. Also ganz merkwürdig. Ich weiß nicht, was mit dem Rechner jetzt hier gerade ist. Aber dafür können wir bei dem immerhin einen 4:3 Modus gleich einstellen und das Ding spielen. Ich habe die nicht nur auf dem Neo Geo gezockt, sondern in Griechenland waren die durchaus auch in den Automatenhallen mit dabei, die Games. Und ich fand die anderen SNK-Games immer einen Tacken schwierig. So Fatal Fury und Art of Fighting, die waren immer knalle schwer. Ja, vor allem, wenn man sie gegen den Computer gezockt hat, weil SNK will, dass man schön Geld reinfüttert in die Maschinen. Ja, dass man ordentlich dann Penunzen da reinschmeißt und ich habe dann sehr häufig verloren. Aber zum Glück, da in Griechenland eine Multiplayer-Arcade-Kultur entstanden ist, habe ich dann nicht vom Computer auf die Fresse bekommen, sondern von den ganzen anderen Kids, die das mehr als ausführlich gespielt hat. Ach komm, das nervt mich jetzt. Nee, dann lassen wir 98 dann auch mal weg, dann starte ich. Ich hoffe, dass er jetzt bei King of Fighters 13 wenigstens das nicht macht. Okay, das sieht doch schon mal besser aus. Und das können wir dann dementsprechend auch im Vollbild starten. Kriegt ihr das rein, Regie? Funktioniert das? Da sollten wir nämlich jetzt ein richtiges 16:9 Bild haben. Und da können wir vielleicht ein bisschen mehr auf die Variante eingehen. Genau, und ich würde sagen, mach mal mein Gesicht weg, mach mal laut, lass mal das Intro mal in voller Länge angucken. Die 2 Minuten, die nehmen wir uns. Yo, Steam Edition. Da geht's weiter. Da haben sie wesentlich aufwendiger gemacht als normalerweise, weil normalerweise gehen die King of Fighters Intros so 20 Sekunden. Jetzt haben sie mal die 5 Minuten draus gemacht. Ihr habt es vielleicht schon ein bisschen erkannt, vergleichsweise mit dem Spiel vorhin. SNK war Anfang der 2000er nicht mehr wirklich groß aktiv und wurden von einer anderen Firma aufgekauft und haben eher Maschinen, so Glücksspielmaschinen gemacht für den japanischen Markt und eher weniger im Action-Game-Bereich was gemacht. Die sind aber wieder seit einiger Zeit zurück und King of Fighters 13, was aber nicht 2013 rauskam, sondern das müsste schon 2012, 2011 gewesen sein, ich weiß nicht mehr, damals noch für PS3. Und ich glaube auch die 360 hier für die PC-Version dann später rausgekommen. Das kam wieder zurück mit erstmals komplett neu gezeichneten HD-Figuren. Ein bisschen so wie die Blaze Blue-Teile zum Beispiel sind oder die Guilty Gears, obwohl die mittlerweile auch in 3D-Grafik gegangen sind. Und das war ein enormer Schritt. Deshalb seht ihr auch, vorhin hatten wir beim 2002er, der einfach mal dann 10 Jahre vorher gewesen ist, so eine Riesenauswahl an Charakteren. Und hier haben wir vergleichsweise wenig. Also für King of Fighters-Verhältnisse sind sie wenig. Ich nehme mal hier auch wieder Terry Bogard. Und wir können uns hier auch verschiedene Farben aussuchen. Ich habe gerade auch den Team-Battle-Modus angemacht, womit man immer in Dreier-Teams gegeneinander kämpft. Ich nehme mal meine Lieblingscharaktere, Andy, Terry
und Ryu Sakazaki. Und man spielt so im Ausschlussverfahren dann, ja. Man wird gegen ein anderes Team gestellt, man kann sich hier die Reihenfolge aussuchen. Lass uns mal so nehmen, dass wir mit Terry anfangen. Aber ich glaube, die ersten Level sollten noch so easy sein, dass wir nicht da weiterkommen. Optisch ist das schon eine ziemliche Ansage, ne? Wahrscheinlich, das ist schon eine andere Hausnummer, was man hier sieht. Spielerisch ist es aber relativ ähnlich zu dem, was wir vorher hatten. Jetzt will ich noch mal gucken, ob ich meine Moves dann alle noch machen kann. Weil das Timing ist doch schon ein bisschen anders. King war auch immer ganz guter Charakter. Ist aus Art of Fighting gewesen. Or Knuckles. So, Power Wave. So. Oh, shit. Dagegen gemacht. Wenn ich jetzt zuerst meine Energieleiste verlieren sollte, dann springt Andy für mich rein. Also ich konnte zumindest, oder vielleicht haben sie es in diesem Teil anders gemacht, aber den habe ich bisher noch nicht so häufig gespielt. Man konnte eigentlich nie direkt wechseln zwischen den Figuren, sondern es war immer so ein Nacheinander. Ist die Energieleiste weg? Oh, hat sie mich erwischt. Okay, dann machen wir aber mal ein... Na, wie ging das nochmal? Vorne, hinten? Ich versuche den Super Special gerade zu aktivieren. Aber ich kann ja noch mal kurz in die Commandos gucken. Das war doch vorne und dann ein Halbkreis nach unten. Das war der Power Wave, der Rising Tackle, der Power Gazer. Ach, nach hinten und nach vorne. Und zweimal ist der Buster Wolf. Okay, nach hinten und nach vorne. Alright. Nee, hat nicht funktioniert. Das Timing ist ein bisschen anders als mit den kleineren Figuren. Das haben sie wieder ein bisschen angepasst. Oh, okay. Alter, ist der groß. Kann ich am Daumen fassen. Papa, nimmst du mich mit zum Kampffeld? Da ist er ja. Und da ist, Mai Shiranui. Da sieht man auch, warum sie so große Fans hat. Alle beide Gründe. Ihr Talent und ihre Skills. Mit dabei. Gegen die haben wir übrigens auch beim 14er auch gesehen. Da hat Nils sie genommen, der gespielt haben. Auch ein klassischer Charakter. Sie übrigens tauchte auch bei Dead or Alive in Bälde auf. Quasi a match made in heaven. Ah, verdammt. Nicht erwischt. So, aber ich probiere es nochmal. Ja, das Timing ist tatsächlich so. Genau, Buster Wolf. Das wollte ich machen. So, und jetzt probiere ich mal. Was? Sie hat mich besiegt? Mai. Das kann aber nicht sein, dass du mich besiegt hast. Ey, und das ist physikalisch nicht möglich, was da gerade passiert. Das ist eigentlich physikalisch nicht möglich. Aber dafür kämpft jetzt Mai gleich gegen Andy Bogart. Und ja, die sind rein zufälligerweise ein Pärchen. Die haben nämlich in einem der späteren Teile, der ein paar Jahre später spielt, in Mark of the Wolves ein Kind. Andy Bogart hat ganz schöne Kreismanöver hier. Der Drehkick mit dabei, hat einen Koken. Hat sozusagen eine Art Uppercut. Ja, mit ihm habe ich tatsächlich auch ganz gerne immer gespielt. So. Ich kriege nur die Super Specials hier nicht so gut raus, weil das Timing anders ist. So. Da. Es tut mir leid, Mai. Auch trotz unseres... Oh, und da ist sie ja. Hallo, hallo Mai. Hi. Alles gut? Schön. Oh, sie zittert ja. Mach's dir doch bequem auf dem Flocati. Setz dich doch bitte ein bisschen hin, Mai. Ja, setz dich doch ruhig. Da legt sie sich hin, die Mai Shiranui. Perspektive, how does it work? Sehr schön. Schön, dass die Regie auch schnell auf den Beinen ist. Und wir kämpfen gegen Yuri Sakazaki, die Schwester von Ryo. Oh, dem anderen Charakter, den wir hier mit dabei haben. Oh. Ey, und ich frage mich, warum ich die Dinger nicht rausbekomme. So, das Timing ist echt irgendwie anders bei dem Spiel. Bei den 98ern und sowas kriege ich die eigentlich alle ganz gut raus, die Super Specials. Oder es liegt ein bisschen am 360-Pad. Wo ich hatte mich irgendwann davon gewöhnt, es gab dann Compilations auf der ganz alten Xbox. Ich habe mit dem klassischen Xbox S-Pad die Fighter ganz gerne gespielt. So, wie geht denn der andere Move? Ich will das Hadouken-Ding machen, das Koken. Special Move, Super Specials. So. Vorne, hinten.
plus Light Punch. Hinten, vorne, plus das. Das wollte ich, ja. Ja, jetzt klappt es, aber jetzt bringt mir das nichts. So, jetzt aber. Ja, so macht man das doch richtig. So sollte das doch sein. So funktioniert das ganz gut. Ihr seht es von der Optik her, ne? Natürlich die Figuren neu gezeichnet, das Timing ein bisschen anders hier. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass man für den 14er jetzt zu 3D-Grafik gegangen ist, weil die, die ist einfach der Detailgrad. Da kann man einfach nicht gegen diese großen 2D-Sprites mithalten. Wenn man es, oh, guck mal auch hier, was für schöne Hintergründe, die wir hier gebaut haben, gegen Kim Cup One. Da ist einfach mal sau viel Aufwand drin. So, da ist mein Favorite. Komm her. So quasi auch das Ryu-Äquivalent, weil hat dann auch die Moves. So, ich hoffe, weil ich will zumindest einmal seinen Super-Special hier raushauen, weil er hat einen ziemlich guten. So. Ich versuche es zu machen, es kommt nicht raus. Ey, Alter, was geht denn da hinten auch mit den Trommlern da auf der rechten Seite? Was machen die denn da die ganze Zeit? Diese ganzen Games... Ah, shit. Ausgewichen. So, aber dann lade ich noch mal auf für den Super Special. Was machen die Trommler denn da hinten? Also, wenn ihr prügelspielmäßig unterwegs gewesen seid und nicht unbedingt immer nur die Street Fighter-Seite spielen wolltet, die King of Fighters waren eigentlich immer ein ganz schönes Paket. Wenn das machen kann. Aber anscheinend hat es sich eben nicht rentiert nach einem Spiel, wo nochmal schöne 2D-Sprites gezeichnet wurden, dass man auf diesem Weg weitergeht, sondern mehr Masse kam danach eben dazu. Ne? Mehr Kämpfer, aber eben dann auch die 3D-Optik. So, super special. So. Jetzt! Ja, das wollte ich! Zack! Wieso ist er denn nicht tot? Dumme Sau. Das wollte ich machen, die ganze Zeit. Aber es kommt nicht raus. Weil die Steuerung anders funktioniert. So, dann lass mich den auch noch einmal weghauen. Dann, glaube ich, haben wir dann davon genug gespielt. Ja, ich hätte King of... Oh, guck mal, mit dem hatte ich ja auch... Das ist aber doch nicht... Das ist nicht Joe Higashi, oder? Wer ist das denn? Hua, den kenne ich gar nicht. Der ist neu in dem Spiel gewesen. So ein bisschen der... Alter, was... Oh, jetzt hat er sich voll gesoffen. So, Henchepukik. Alter, jetzt kommen wirklich die Kicks hier raus. Ein bisschen wie Adon, oder? Von... Oh, Alter. Jetzt macht er seine Kickbox-Supermoves. So. Ja! So gehört sich das. Oder? Let's do this again. Ja! Ich wusste doch, dass ich es noch kann. Was aber nicht raus will mit dem Xbox-Pad, ist der Multi-Punch-Kick. Alter! Shit! Dass der mich noch erwischt hat. Boah! Das wollte ich auch machen, ja! Und ein letztes Mal. Ah, du Sau, ich habe den Controller schon liegen lassen. So. Habe Shit weggewämst. Ich hätte die King of Fighters Spiele nur ein bisschen daneben angesprochen, wenn ich das große Neo Geo Special gemacht habe. Aber dafür, dass wir die jetzt dann schon mal dann anschauen können, welche Teile ich empfehlen kann. Wir hätten eigentlich noch den 98er gespielt. Das ist mein Favorit zwischen den ganz alten klassischen, weil da hat nicht nur die Charakterauswahl gestimmt, sondern auch die Moves sind wirklich locker von der Hand gegangen. Und die Stages waren schön designt. Auch das, die verschiedenen Modi, wie man Energie daraus geholt hat. Ach komm mal, für eine Stage ist noch Zeit, oder? Von den ganz neuen her aus, der 13er ist nicht schlecht, kostet auch nicht allzu viel bei Steam. Und ihr seht eben visuell, das ist schon eine ganz gute Hausnummer. Also da haben sie sich schon einiges ausgedacht. Es gibt nicht so viele Stages, es gibt nicht so viele Charaktere wie vorher. Aber man kann sich vielleicht auch sagen, immer noch mehr als bei Street Fighter 5
Wobei da eben sie sich pro Stage und pro Charakter wesentlich mehr Aufwand dann gegönnt haben, da reinzugehen. Es gibt natürlich einiges mehr an Modi, als wir sie bei Street Fighter 5 hätten. Dafür ist es auch ein bisschen älterer Titel, das Ding hier. Ich werde den 14 auch mal ein bisschen Probe aus Example stellen, mit meinem Bruder vielleicht auch mal ein paar Runden dann spielen, weil wir haben auch häufiger früher die King of Fighters Sachen gespielt. Gemeinsam, obwohl der mittlerweile einen ziemlichen Erfahrungsvorsprung, was Beat'em-ups angeht, mir gegenüber hat, als so halb Pro-Gamer oder zumindest, wo er eben sehr viel dann zockt. Zack, weg mit dir, Robert. Garcia, du dumme Sau. Das geht doch nicht. Was geht jetzt hier los? Mein anderer Rechner macht gerade, da ist ja heute ist der Wurm drin, ne? Mein anderer Rechner macht gerade hier, wo ich den Chat für euch nochmal hier offen habe, aktualisiert den Antivirenschutz. Natürlich. So gehört sich das auch. Okay, und dann machen wir noch einen Fight gegen ihn hier. Also den 98er würde ich empfehlen, den gab es auch in dem Humble Bundle für wirklich ein Apfel und ein Ei und kostet meist auch nicht mehr als ein paar Euro, wenn ihr so den Steam Key euch holt. Ansonsten gibt es die aber auch in diversen anderen Varianten für Konsolen zu holen. Dass ihr also auf den älteren Konsolen als Neo Geo Download, als Special Edition, als sonst was auch mehr als ein paar Euro müsst ihr nicht ausgeben, es sei denn, ihr wollt wirklich die Originale haben vom Neo Geo. Oh, er hat mich umgenietet, dieses Schwein. Das hat so nicht sein sollen. Ja, im Chat wird auch noch erwähnt, 2000 ist gut, das stimmt. So, der 98er, der 2000er wird ganz hoch angesehen, auch der 2002 wird ganz gerne genommen. Ah, hallo Mai. Ist denn schon Juni? Was ist denn hier los? Ja, guck mal auch. Mai, weiß natürlich, es ist sehr heiß gerade im Moment. Kannst du mir ein bisschen mit dem Fächer Luft zu fächeln, Mai? Fächelst du mir ein bisschen Luft zu, bitte? Ach ja, das tut gut. Ach, die gute Luft. Ah, das ist gut. Ah, es geht runter wie Balsam, ey, bei den Temperaturen. Du schwitzt aber auch schon ein kleines bisschen, oder? Ah, wo gehst du denn hin? Du fächerst natürlich. Du gehst nicht irgendwo anders hin. Mai? Was? Oh, ja, auch hier mal ein bisschen. Ah. Das ist schön. Das ist erfrischend. Das ist gut. Und jetzt weiche von mir, Vibe. Wir müssen hier noch Arbeit erledigen. Mach mir ein Sandwich. Da, sie hat sogar Tschüss gesagt. Tschüss. Das ist doch voll nice von ihr, das anzustellen. Na gut, dann lass uns mit Andy Bogart dann nochmal kämpfen. Schreibt mal in den Chat doch mal mit rein, was sind eure Favoriten, was die King of Fighters angeht, was den Charakter zum Beispiel angeht. Ja? Weil ich habe ja schon gesagt, ich spiele mit denen, die ich hier habe, ganz gerne. Auch mit Kim Kapwan, den nehme ich auch ganz gerne, den Tinkwadno-Meister. Oh shit. Weg mit dir. Aber Andy Bogart und Robert Garcia, obwohl denen auch ab und zu mal, aber ja, Andy Bogart und Ryo Sakazaki sind so meine Mains, mit denen ich gerade mache. Also gerne da ein bisschen rein. Das wollen alle Sandwiches haben. Und guck mal, ein paar Leute schreiben hier auch zurück, Andy. Oder ich hoffe mal, dass sie zumindest Andy schreiben, weil es um die Charaktere angeht. Billy Zane, ich glaube, ihr meint Billy Kane. Billy Zane ist ein Schauspieler. Billy Kane ist der Typ mit dem Union Jack und mit dem Kendo-Stab, mit dem Bo-Stab oder was auch immer der benutzt. Oh, Rock Howard aus Garou Mark of the Wolves. Und Tekken 3, schreibt jetzt einer. Aber Tekken 3 ist heute natürlich nicht Gegenstand. Okay, wir haben die Dinger genug gezockt. Also, ihr seht, wenn man eins der Games, ob in der klassischen Art, ob in der ein bisschen neueren Art, wie es am 13er gespielt hat, oder in der ganz modernen Art, von dem, was ich vom 14er bisher gezockt habe, er fühlt sich zumindest an, ja, rein spielerisch, wie die alten Games. Also die Moves gehen immer noch von der Hand. Sie haben beim 14er tatsächlich besser geklappt als beim 13er jetzt hier. Wobei ich das jetzt eher darauf dann münzen möchte, oder ich denke, das liegt eher daran, A, dass der 360-Controller nicht unbedingt der beste Controller für präzise Eingaben ist. Das Steuerkreuz ist nicht allzu berauschend und das Timing ist anders als in alten, also komme ich dann nicht gerade so direkt zurecht. Ach, guck mal, auch ein paar Leute. Clark, der ist auch echt nicht schlecht, der ist ein richtiger Power-Charakter. Spielt eigentlich Yamazaki, hätte ich vielleicht nochmal genommen. Der mit, der immer so die eine Hand da und mit dem Holzprügel die Leute tsch, 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 so richtig, der Mafiosi. Der ist eigentlich auch ziemlich cool, den würde ich dann auch ganz gerne benutzen. Aber testet die mal aus, egal ob auf PC oder auf den anderen Versionen. Und die Demo gibt es eben, wie schon gesagt, for free mit dabei. Leute, wir gehen langsam gegen Ende dann dahin und ich muss einmal kurz hier das Programm einmal beenden, weil wir den Laptop auch gleich brauchen werden. Zwei kleine Sachen
habe ich noch für euch. Und das erste ist, ich habe ein kleines Gewinnspiel für euch vorbereitet. Habe es hier erwähnt, habe es im Game Plus Daily erwähnt. Wir können gerne die Mats dann noch laufen lassen. I am Sitz. Oh, das ist natürlich nicht die richtige Mats. Oder habe ich die wieder dann falsch benannt? Da bin ich mir nämlich nicht sicher. Dann guck doch mal die I am Sitz oder Mats. Darauf will ich nämlich hinaus. Wer der Regie, falls ihr die dann noch irgendwo. Ja, das ist die. Das ist die? Oh, habe ich. Okay, dann, wenn es nicht da drin ist, dann tut es mir leid. Dann muss ich es euch wahrscheinlich dann sagen, wenn wir das nicht dann nochmal direkt sehen können. Dann suche ich mir hier mal einen Trailer aus. Dann müssen wir das dann so händisch machen. Was, das ist also die vorletzte Mats, die ihr hattet, Regie, ja? Ja, genau. Dann habe ich wahrscheinlich eine kleine Fehler gemacht, aber das ist nichts, was sich nicht korrigieren lässt. Denn dann machen wir das alles einmal händisch hier. Ich hatte eigentlich nur ein bisschen Video vorbereitet. Da standen zwar auch nützliche Infos für euch drin. Und ich guck mal, kann ich hier irgendwo dann den Trailer mal zumindest laufen lassen. So ist das. So, dann mache ich hier nochmal ein bisschen Sound für euch. Und wir machen es mal im Vollbild. Also, I Am Setsuna ist das neue Rollenspiel, was Square Enix, dafür wurde extra ein Team gegründet, was Rollenspiele der klassischen Machart vom Super Nintendo und ja, Mega Drive früher, also die klassischen schönen 16-Bit-RPGs Marke Chrono Trigger und Final Fantasy VI, daran soll es erinnern und das ist gerade frisch rausgekommen. Ich weiß nicht, warum der Trailer das gerade in diesem Fernsehermodus zeigt, aber wahrscheinlich sehen wir gleich nochmal hier. So sehen die Spiele nämlich dann heutzutage aus. Das ist aktuell erschienen für eben die PlayStation 4 und Steam hierzulande. Es gibt in Japan auch eine Vita-Version, aber die ist leider nicht angekommen, hier mit rübergekommen. Ich habe es vorgestellt und ich habe für euch einen PlayStation 4 Download-Code, den ich gerne unter die Leute bringen möchte. Das Game ist ein bisschen teuer leider. Es kostet knapp 40 Euro. Es ist zwar ein ziemlich nettes und interessantes Game. Ich bin auch nicht so weit, um eine konkrete Aussage treffen zu können, ob es jetzt der absolute Riesenknall ist, aber es lässt sich schon mal sehr interessant an. Wer nicht gleich 40 Euro ausgeben möchte, um da mal sich ein bisschen auszutoben, es zu probieren, kann eine Mail schreiben und ich hoffe, ich kriege es nicht durcheinander. retroclub@rocketbeans.tv müsste es sein. Ich hoffe es, ich vergesse es nämlich immer, ob es DE oder TV ist, aber es müsste retroclub mit einem k@rocketbeans.tv sein. Schreibt da eine Mail mit entsprechend dann ja dem der eure Aussage, sagt ihr, hey, ich würde gerne mal I Am Setsuna probieren, ich habe eine PlayStation 4, schickt mir doch mal bitte den Code rüber, Gregor. Und ihr habt dafür Zeit bis zum, was haben wir heute, den 22.07. Ich glaube, ich hatte im Video geschrieben, da wir nicht allzu lange warten wollen und ich auch noch den Leuten eine Chance geben möchte, die den Retro-Club über YouTube dann schauen. Bis kommenden Mittwoch, einschließlich kommenden Mittwoch, den 27.07., könnt ihr eine Mail an retroclub@rocketbeans.tv schreiben und ja, dann kommt ihr in die Verlosung mit rein, dass einer von euch den Code dann bekommt. Ich werde euch die Daumen drücken, ich werde es in der Zwischenzeit auch weiterspielen, bin gerade dabei, es zu Let's Playen und da gut mit dabei und ja, es macht mir bisher Spaß, es knallt noch nicht so richtig rein, aber es scheint auch ein Spiel zu sein, was eher die langsamen Töne trifft. Und guck mal, was passiert da denn jetzt schon wieder? Oh, Mai Shiranui und ein schöner Mann mit Schnurrbart. Oh, wie kann das denn sein? Kann Mai Shiranui nochmal, obwohl, nee. Dann, wir haben ja jetzt ja auch keine Zeit mehr, die haben wir dann getrieben. Aber retroclub@rocketbeans.tv, schreibt die Sachen dahin und da geht es weiter. Leute, kurz bevor wir die Sendung beenden, ich habe noch einen wichtigen Hinweis für euch, denn in der nächsten Woche plane ich wieder ein großes Special für den Retro-Club. Und das wird sich sogar ausweiten, denn kommenden Montag bei Game Plus Daily wird es dazu auch ein begleitendes, einen begleitenden Part von mir geben und weiteres dazu. Worum handelt es sich? Schauen wir mal rein. Hey, du! Wer ich? Meinst du mich? Genau. Hör zu, komm näher. Muss ja nicht gleich jeder mitkriegen, ne? Mal so richtig einen durchziehen. In Zeiten einer Rezession kann sich aber kaum jemand noch die täglich Prise Koks leisten. Wir schaffen da Abhilfe. Schaltet ein beim großen Special zum Thema virtuelle Drogentrips im nächsten Retro-Club, dem digitalen Crack von Rocket Beans TV. Hey, suchst du?
Ja, nächste Woche geht es im Retro-Club um dann die virtuellen Drogentrips und am Montag um die bei neueren Spielen bei Gameplus Daily. Retroclub@rocketbeans.tv, die Mail für das Gewinnspiel bis einschließlich kommenden Mittwoch. Und schickt gerne weiter noch an Hashtag Retroclub und in den Thread im Forum gerne auch reinposten eure Fotos mit den NES-Spielen. Die werden wir uns dann in der nächsten Woche in Ruhe anschauen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch ein schönes Restwoche und schönes Wochenende. Ich bin draußen. Macht's gut.